Hallo, willkommen bei Technoskop. Heute haben wir ein kleines Schmankerl für euch, nämlich Martins neuen Fusion Power, den er jetzt hier für uns auspacken wird. Genau. Ich habe grundsätzlich ein Problem mit Verpackungen. Nur noch die Batterie, die ist hier. So, einer der ersten Unterschiede kann ich schon mal gleich demonstrieren. Während bei meinem alten M3 Power die Batterie einfach das Fach zum Abziehen war, ist das jetzt hier zum Drehen. So viel habe ich schon mitbekommen. Also man dreht die Kappe ab. So. Und dreht sie auch wieder drauf. Jetzt wollen wir mal das Geräusch begutachten. Wo ist denn der Aufnahme? Hier ist das alte. Und hier ist das neue. Klingt nach etwas mehr Power. Aber vielleicht ist meine alte Batterie auch schon etwas schwach. Klingenwechsel, tja, normalerweise hat man ja ein Klingenset und das war's schon. Können wir nochmal 3 und 5 Klingen nebeneinander sehen? 3 und 5 Klingen nebeneinander, ja. So, und dann gibt es natürlich noch den Trimmer, den der Mark III Power nicht hat. Genau, den, auf den bin ich ganz besonders gespannt. Okay. Und ein Unterschied ist noch, dass er hier eine Ladeleuchte hat. Die hatte der alte nicht. Obwohl die Batterien halten ewig. Also werden dann auch gegen Ende etwas schwächer. Also man wird nicht völlig überrascht mitten während der Rasur. Aber es ist trotzdem nett. Okay, dann präparieren wir uns jetzt mal für die Live-Rasier-Session. Genau. Danke.